So, Laboratorien, ne? Wo waren die denn? Schlüssel der Hallen brauchen wir. Laboratorien da oben. Bei den Gärten. Das untere Gate. Wo auch immer das untere Gate ist. Und ich hoffe einfach mal, dass da nicht wieder diese Skelette kommen. Oder irgendwas ähnliches. Und dass ich dann endlich mal wieder die Pets benutzen kann. Auch wenn die Pets dann alle sterben. Aber wenigstens kann ich sie benutzen. So. Zwei nach oben. Klingt soweit nicht wirklich schwierig. Aber diese kleinen Scheißbiester hier. Genau, die vergiften nämlich. Wenn wir sie töten, vergiften sie uns nochmal. Also weg. Und überall sind Skelette. Aber wenigstens sind das nicht die schlimmen. Genau, die müssen eigentlich mit ein, zwei Schlägen kaputt sein. So, Münzen kommen mit. Sind wir überhaupt richtig? Genau. Ein nach oben, ein nach links. Oh, warte mal. Gab es nicht irgendwo diesen ganz langen Gang? Nach links? Achso, das war hier zu den Gärten. Okay. Das Gift ist weg. Und wie kommen wir hier überhaupt hoch? Noch mehr Zickzack laufen, okay. Autsch. Eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Und Feuerschädel. Sind mir aber vollkommen Wayne. Ich will einfach nur vorbei. So, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Du bist nicht unsere Top-Pflanze. Fröschli? Hier warst du doch recht hilfreich, das weiß ich noch. Genau, sage ich ja. Zing. Und kostenlose grüne Essenz. Also ja, eigentlich sollten wir hier echt mal eine Weile lang farmen, aber wir haben so viel Kohle, dass wir uns durchgehend grüne Essenzen kaufen können. Also lassen wir das mal. Wie komme ich da jetzt rüber ohne... Haha, das war knapp. So, kommst mit. Oben, ganz oben. Oh, ich runterschubst. Genau da, klick. Und ab in die Laboratorien. Ach du, wow. Au. Und Fröschli ist tot. Das war so klar. Was haben wir jetzt noch vergiftet? Okay, gegen heilen. Also die Haustiere, ich weiß nicht. Also jemand, der ein bisschen flotter ist mit dem Tastendrücken, kommt vielleicht ja ganz gut damit klar, aber es ist mir echt zu viel Arbeit für das bisschen, was die bringen. Oh, Fahrstuhl. Und ich wette, wir kämpfen irgendwann gegen so einen Golem, der gerade links zusammengebaut wird. Was zur Hölle war das? Und das und... Das alles für Zeug. Au. Bogen. Das ist komisch. Und du hältst gut was aus. Richtig gut was aus. Aber eigentlich wollte ich jetzt da links gucken. Komm, stirb, 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 stirb. Okay, diese Schleimblobs kriegen wenig Schaden, aber halten auch nicht so viel aus. Also, sie nehmen nur 52 Schaden statt normalerweise 200. Aber dafür halten geht normalerweise auch so 400 aus. Also, bisschen komisch. Okay. Einfach sterben. Können wir euch einsammeln. So. Ganz schön viele von denen. Welche Wette? Feuerschaden würde hier richtig was bringen, aber wir haben keine Essenzen mehr. So, können wir irgendwas hiervon benutzen? Strahlenimmunität? Bitte was? Okay, wir werden demnächst einen Atomreaktor müssen. So. Einmal Fahrstuhl bitte. Dann haben wir Zeit noch kurz hinten die Wand zu checken. Aha. Wusste ich's doch. Meltros.
Komm, lauf, 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 lauf. So. Bogen können wir uns gleich angucken. Sag ich ja. Hallo, Golem. Au. Hau mich doch. Au. Jetzt sind es schon zwei. Zwei ist nicht gut. Obwohl doch. Au. Wollte gerade sagen, nein. Nee. Aber ja, zwei sind doof. Aber einer, wenn ich mich ein bisschen geschickter anstellen könnte, dann müsste ich eigentlich vor ihn gehen können. Er versucht mich zu hauen, ich gehe hinter ihn, hau ihn einmal. Dann dreht er sich um, er haut, ich laufe durch ihn durch und so weiter und so weiter. Aber mit zwei ist mir das so doof. Kurz ein. Bye bye. So, sind hier wieder zwei oder ist einer? Ah, schon mal einer. So. Durchlaufen, hauen. Durch. Au! Okay, das klappt nicht so ganz. Durchlaufen, hauen, weiterlaufen. Durchlaufen, hauen. Oh. Das geht ja schnell. Okay. Oh. Okay. Eins wollen wir noch ein. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden die Dinger machen, wenn man keine Plattenrüstung hatte. Also, wenn man jetzt nicht auf Rüstung geskillt hätte, sondern eher auf Fernkampf oder was weiß ich. Wäre bestimmt richtig garstig. Oh, ein Tor. Sehr schön. Und wir sind oben, links. Wow. Aber das ist richtig stylisch mit den Lichtern. Das erinnert mich irgendwie an Rick Dangerous, das da. Falls das noch irgendjemand kennt. Das war so ein Plattform... Spring-Ding. Oh ja. Zack. Zack. Erstmal einfach überall so ein bisschen lang forschen. Hey, Cera. Entschuldige bitte, dass ich über dich gelacht habe, okay? Es muss hart sein, so etwas zu entdecken. Meinst du das ehrlich oder lachst du über mich? Nein, ehrlich, Mann, das war hart. Was wirst du tun? Ich werde das akzeptieren. In meinem vorherigen Leben war ich ein vulgärer, primitiver Klumpen Fleisch. Ja. Was? Du bist böse über das, was du vorher warst? Nicht darüber, dass man dich belogen hat? Natürlich. Wenn ich einst eine erbärmliche, sterbliche Kreatur war, dann ist es einleuchtend, dass sie es mir verheimlichen wollten, um meinen Stolz nicht zu verletzen. Ja, so kann man es auch sehen. Aber sie haben dich belogen. Sie haben dich umgewandelt. Vorher warst du eine andere Person und das nahm sie. Wenn man mich jetzt mit einem Schnipp zu einer übermächtigen Kreatur, die nicht von Gefühlen beeinflusst wird und Zauberkräfte hat und was weiß ich, dann würde ich auch auf jeden Fall ja sagen und nichts mehr von vorher wissen wollen. Also, ganz nachvollziehen kann ich das Argument nicht. Sage ich ja. Du hast Unrecht. Sie haben aus mir ein überlegenes Wesen gemacht, frei von unsauberen Gedanken einer dummen körperlichen Kreatur. Ach komm schon, nun bist du ein Sklave, ein Diener, der den ganzen Tag darauf wartet, dass jemand die Burg betritt. Okay, das wäre ein Haken in dem Vertrag, den ich jetzt nicht so toll finden würde. Ich jedenfalls sehe keine Verbesserung hier. Du wirst es nie verstehen, du bist nur ein einfacher Sterblicher. Ja, also diese Bewachungsklausel und Sklave sein ist nicht so toll. Aber alles andere hätte was. So, was haben wir hier? Ein komischer Gang. Mit noch einer Tür. Okay. Gucken wir mal. Kommen wir hier weiter oder? Da ist nichts. Da ist nichts. Okay, ich wollte schon sagen, das sieht irgendwie alles gleich aus hier. Dich an, dich an. Tot. Schon wieder überall Skelette. Ah, und das nächste Tor. Gehörst du mit zu dem anderen Tor oder ist ein anderer Bereich? Jo, du gehörst damit zu. Da ein Tor. Ja, okay. Und hier soll es irgendwo nach oben gehen. Ah, da ist eine Leiter nach oben. Du an, du an. Du an.
Dann müssten wir langsam in dem höchsten Bereich von der Burg sein, oder? Ja, zusammen mit dem anderen Turm da hinten. Okay. Oh, da ist so eine Boss-Tür. Also Boss- oder Banktür. Kommt da noch ein Fahrstuhl? Irgendwie nicht. Keine Karte verfügbar. Ach nö, lass mal. Oh, Raben. Klammer wieder meine ganzen Edelsteine. Au. Warum hat der gerade Schaden bekommen? Ring des Kriegers. Au. Irgendwas ist da unten, das... Ach, Fallen, okay. Aber lässt mir die Ringe wieder anlegen. Du ausrüsten, der Rest blinkt schon, okay. Hopp. Hopp. Falchion. Was macht unser gerade? 200. Der Falchion. 261. Braucht Schwerter 11. Fügt Pflanzen oder Pilzen zusätzlichen Schaden hinzu. Die Schwerter plus 1. Du Schnelltaste 1. Du da oben hin. Was mit dem goldenen Bogen? Braucht Stufe 12. Angriffsgeschwindigkeit mit Bögen plus 21. Kritische Treffer, Chance plus 10. Verwandeln sich beim Aufschlag in Säure. Das klingt richtig gut, aber halt Bogenstufe 12. Das klappt nicht. Bei weitem nicht. Hups, hups, hups. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Warte mal, wir haben unten direkt ein Gate. Also bringen wir einfach kurz hier. Speichern ab. So. Dann müssen wir in das rechte Gate oben links. Also das hier. Und dann einfach nur einmal nach oben. Und dann hüpfen wir da in diesem Posttor einfach mal runter und gucken, was da ist. So. Tür auf. Und hops. Das ist wirklich ein Posttor gewesen. An diesem Ort schüttelt's mich. Wo bin ich? Wir sind in Gauntlicks Raum. Da sind Stacheln links und rechts. Noch ein Wächter. Was kannst du mir über ihn sagen? Gauntlick ist ein harter Gegner. Ein magisches Wesen, geschützt durch starke Rüstung, die keine Waffe durchdringen kann. Auch widersteht die Rüstung jeder Temperatur. Das ist keine gute Ausgangslage. Immun gegen jedwede Waffe, Kälte und Feuer. Egal, er wird sich irgendeine Blöße haben. Wir haben alle einen Schwachpunkt. Ich muss ihn nur finden und dann angreifen. Wir haben alle einen... Egal. Also ja, er hat bestimmt einen Schwachpunkt. Und den werden wir rausfinden, den wird sich tausendmal sterben werden. Tada! Komm her, Gauntlick. Oh, du bist ein Gauntlet. Gauntlick. Das sieht komisch aus. Oh. Hallo? Oh. Bogen? Ich kann ihn nicht anvisieren. Das ist schon mal nicht so gut. Und der macht richtig... Oh. Richtig Schaden. Aber ja, Hammer macht... Komm schnell durch, schnell durch, schnell durch. Hammer trifft ihn. Wenn noch nicht besonders... Was zur Hölle? Macht er jetzt Ching-Chang-Chong? Oh. Bogen? Kein Schaden. Einfrieren. Kein Schaden. Kann ich auf das Ding raufspringen? Au. Ah, okay. Das rote Ding ist ein Schadenspunkt. Wir sollten heilen. Nicht direkt unter seiner Klaue heilen, du doofes Ding. Oh, der Fallschirm macht's richtig. Faust? Nein. Ich ahne. Au. Warum verfolgst du mich? Du sollst einfach nur vorgehen. Hahaha. Ja, das war der Laserstrahl. Stromstrahl. Komm, gib ihm.
Kriegen wir hin, kriegen wir. Aua. Warum drehe ich so schnell? Au. Ja. Aber machbar. Wir haben ihn jetzt auf 85% runter.